Ja, liebe Leute, Mensch, guten Tag erstmal. Wir sind gerade vom Arzt gekommen. Marlies hat heute noch mal einen Untersuchungstermin. Sie hat sich ja beworben auf eine Arbeitsstelle. Da musste sie einen Sporttest machen. Und habt ihr ja gesehen, das erste Mal ist hat's knapp durchgefallen, dann hat sie viel trainiert und dann so. Und jetzt hat sie Schmerzen im Knie bekommen. Und sie hat sich tatsächlich das Bein gebrochen. Knie ist gebrochen. Knie, also unterm Knie ist es gebrochen. Und das hat sie jetzt beim MRT herausgestellt, dass es gebrochen ist. Und jetzt muss sie pausieren. Jetzt wird das nichts mit dem Sporttest wiederholen, obwohl sie fit ist. Und sie würde es schaffen. Und ich weiß, sie würde es schaffen. Und sie ärgert sich total. Sie ist total sauer und enttäuscht von sich, von allem, dass das alles jetzt so kommen muss. Ja, erst hatte sie den Rückschlag wegen diesem Gesichtsnervgeschichte mit ihrer Kortisontherapie, wo sie voll auf Null gesetzt wurde quasi. Und dann hat sie sich wieder hochgerappelt und hat angefangen mit dem Training wieder und hat dann ganz knapp es nicht geschafft und hat dann wieder angefangen mit Trainieren und jetzt ist Ermüdungsbruch. Es ist durch das Cortison tatsächlich, durch die vier Schwangerschaften natürlich, der Körper ist ausgelaugt, Schwangerschaften, Stillzeit, Cortisontherapie. Dadurch werden die Knochen echt porös, dem wird alle Nährstoffe werden entzogen, dann das Training. Ja, und jetzt ist er raus quasi, ne? Eigentlich für dieses Jahr auf alle Fälle. Das ist sehr ärgerlich. Er muss jetzt erstmal verdauen. Das hat mich auch. Mich ärgert jetzt so, wenn sie traurig ist. Das finde ich furchtbar. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Machen wir ein Frühstück. Nach Tommy Hart. Schön. Zwiebeln, Würstchen. Vielerlei Fleisch. Und Eier kommen dann auch noch. Reelle Mayonnaise. Gibt es da auch was Offenes oder sind die Eier so? Da kriegt den meisten einfach nur Sonne. Vitamin D und Calcium. Nee, das ist nur, wo meine Knochen kaputt sind. Sie ist ganz zufrieden mit ihrem Würstchen. Hau es erstmal ab, Schmidt alt voll. Ona, bleib bitte. hier. Ona. Genau, komm wieder her. Erstmal schlucken. Die ist ganz voll, die kann gar nicht mehr. Guck mal. Passt nicht mehr drin. Jetzt noch mal die. Voll den Mund nicht gebacken. Na komm. Guck mal, hier ist der Hamster. Guck mal. Ja, das muss jetzt erstmal runter. Na? Na? Patrick, alles gut? Ja, jo, alles oh! gut. Ja, sieht schlecht aus. Die Sattelstange ist total reingeschwitzt. Eingeschwitzt. Eingeschwitzt. Und eingeschweißt. Ist eingeschweißt. Eingeschweißt. Eingedeutscht, eingeschweißt. Und es geht bis zum dahin irgendwo, denke ich. Ja, und nun? Sudan soll ich das wegmachen jetzt? Sudan, auch noch. Diese Methode mit, wie heißt das? Caustic Soda.
Und dann habe ich dann später herausgefunden, dass es ist eigentlich das gleiche mit dem. Da vorne und das gleiche hier und alles ist kaputt. Und diese? Ja, das gute Miata Cycle. Mit damit habe ich dann gefahren und irgendwann war dann eigentlich auch die ganze Lager tot. Ja. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich dann das ganze. Jetzt kannst du zur Tommy gehen. Das ganze Weiterbau oder Neubau machen, weil ich sollte sowieso diese Lager austauschen. Ja. Und da hat es angefangen, aber dann gab es, es war nicht so einfach, wie ich dachte. Es stand beim Regenbogen für 2 Wochen auf. 2 Wochen nur? Ja, dieses Quartier. Ja, warte. 2 Wochen. Digital Print. Züge, die können wir noch verwenden, auch bei den neuen Bremshebeln, aber ja. Eventuell. Die Belege schaue ich dann wieder an. Nur die Belege kannst du ja noch anlassen. Ja. Weil die Bremse kommt ja wieder an. Achso. Ja, also ja. Können die Belege dranbleiben, aber die Bremse muss halt runter. Ja. Gut, wird die nochmal auseinander genommen, nochmal sauber gemacht. Als er liegt, als sauber gemacht. Bis dann. Dann geht das hier nochmal aus. Kannst du auch mal die Kette runterholen. Mit der Zunge. Da. Weil es zu vorne ist. Packt. Okay, wir brechen wieder, wenn wir nicht mehr schrauben können. Oh Gott.
Das ist ja zäh. Ich muss nur den Schraubenkopf freikriegen, dann kriegt die Kacke auch raus. Ja, das bricht nicht mal. Lass uns die Scheiße mal so spröde, dass er gleich wegplatzt, aber das hier. Ja, vorher eben einölen, da kann man eigentlich schon. Kurz die Schürze rein. Da dürfte es zwar zu spät sein. Komm weg vom Lichtschalter, oder? Schon. Ja, hat er doch hier.
muss hinterher aus irgendwie Neurad, weißt du? Echt, die Kippe da so. Alles tritt ab. Ja, wie schwer jetzt. Alle drunter. Damit der Rahmen richtig gereinigt, entfettet. Oh, ich habe schon zwei Stück abgebaut. Schlender. Der kommt wieder ran, der wird nur poliert und wieder ran gemacht. Ich brauche den nicht mehr. Ich habe mir einen neuen Seitenständer gekauft, habe aber keinen im Mullschlüssel, um mit abzuschrauben. Okay. Ja, siehst du. Das bekommt man ja auch nur zum Ersatz der. Was haben wir? Am schlimmsten wird hier wieder die Tretkette. Na? Tretader. Was haben wir denn hier? Vierer-Imbus? Vierer-Imbus. Liegt neben dir. Man muss die Schraube auch treffen. Hey, ich sehe Jäckchen. Hey, lass mich los, Schraubstoff. Sehe Jäckchen, eine Klammer ist das Ding direkt in den ja, geschraubt? Ja, das ist direkt. In den Lenker. In den Lenker. Muss gerade bleiben, gerade 90 Grad zum Lenker natürlich. Ist ja klar. Ja, aber dazu muss man die Schraube erst mal treffen. Ja, du hast einen Blindfisch. Ja, genau. Genau, da nach vorne. Ist, wird doch alt. Wird doch alt. So. Wo ist unsere Zauberflasche? Blindfisch. Wenn die rein zufällig Fisch wäre als Sternzeichen, wäre das echt übel. Alter, wie lang ist die denn? Oh, ordentlich. Ist aber verrückt, wa? Ist ja nur drin. Ja, ist aber trotzdem krumm. Ich denke, dass wir die ganze Uhr ein bisschen länger mal rauspopeln. Einmal. Tegler hat sich auch eingenistet. Zweimal. Das ist. Ja. Und. Armschaltung an. Ab, weg, halt. Nein, ich habe gerade geguckt, ob Schlitz oder Kreuz. Gib mir mal was Größeres. Was soll denn Armschaltung? Die nicht gelöst. Nee, damit. Na ja, keine Panik. Bring mich auch nicht ein Werkzeug hier.
langsam. Das wird jetzt ein Spaß. Mache was, was ich wirklich sehr gerne mache. Ich werde diese Dinge entsorgen. Scheiß Positron. Nein, Schalter bitte nicht. Nur das Kabel kannst du abschalten. Schalter bitte. Mach hin, wenn er den nicht mitnehmen will, dann das nehme ich. Oh Gott, schau. Schlüssel drüber. Ist ja schon fast durch. Naja, deswegen ja. Knippst du den hier ab, ja? Mhm. Wegen Durchkriege. Hallo. Hier liegen, hier. Tja. Ja, ah, jetzt wird gestrippt, halt das Rad. So. Da noch ein übrigens da. Lach da. Ich bin halt aber wenn nicht. Ach so. Wir in der Tasche. Na, zwei sind es ja. Und der Inhalt, den Inhalt hatte ich, ich mache dann noch fertig. Ach so. Also Ring, Schlüssel. Aus den 5 Euro hatte ich nichts mehr in der Tasche. So. Jetzt müssen wir das probieren. Da steht der Luft, die Bäche wieder unbedingt dran haben. Und da war O. Oh, also nicht kaputt machen, bitte nicht kaputt brechen, da Möglichkeit, das ist ja gut schon. Ach du Scheiße. Puppenabzeug. Nee, ich muss hier erstmal das war die Mutter dazu. Max. Warum packen wir eine extra Kiste? Nee, drinnen. Ah, drinnen. Ah, die alten Schrauben verwendet den. Ich hab wahrscheinlich neue holen. Ja. 500 Euro. Hier ist er. Ah, genau.
hier mal noch was gemacht. Ah, nee, das ist ein Kreuz. Kreuz habe ich hier liegen. Führung hat es am Rahmen oder nicht Kabel verlegen. Ich habe eine Zeit lang halt diese Werferkabel genommen, weil ich so viele davon hatte. Oh Mann, was ist das denn scheiße? War Rahmenfest da vorne? Da. Wahnsinn, das ist Schrott natürlich. Hä? Ja, aber die Schellen kommen auch da drin. Ach so. Okay. Schlitz. Verschiedene Schrauben verwendet. Das ganze Ding wirkt so grimmig. Das ist jetzt in der Küche, ja. Wie das aussieht. Naja, vielleicht ist unter einer Abzugshaube von der Küche gestanden. Ja, genau so. Drück mal die ganze Masse. Noch zwei noch. Ja. Das ist jetzt schwieriger, noch der linke vom Bau. Das war schon mal ein. Das ist noch gefüllt, das tut ihr mal acht. Da will ich dich nicht vermeiden, du. Ja, gut, das ist darauf, wie jetzt. Da ist mir natürlich wie immer ein bisschen was ausgelaufen, dann habe ich den Lappen genommen. Hab das damit aufgewischt und hab den Lappen, mit dem ich das aufgewischt habe, benutzt und hab die Narbe sauber gemacht. Ich musste ja bloß von außen sauber machen. Naja, ab. Ist schon ab? Ach so, nee. Okay. Verkehrt.
ich deine Uhr wieder? Nee, ich war noch nicht beim Uhrmacher, aber ich denke mal, da ich momentan immer mit dem Handy nachkontrolliere, 2018. Ja, die durfte richtig gehen. Handy nehme ich 2 Minuten nach. Und das ist doch. Ach so, natürlich. Ah, hallo? Andersrum. Ausdrehen. Nicht reindrehen. Oh. Hallo? Hallo. Bist du sicher, dass da draußen ist? So. Entgegen Uhrzeigersinn. Ja. Blick auf den Boden. Schmeiß mal hier weg, oder? Nee. Nicht erstmal das raus auch. So ein bisschen vordrehen. So. Das ist präzise hier noch. Quatsch, erklären muss ja sein. Das fängt auch schon an. Fängt auch schon an wie du. Läuft. Ja, mit Ruhe. Immer alles mit Ruhe. Immer. So ein paar und Ruhe. Wenn ihr Hektik will. Nee. Für Hektik habe ich zu viele Kinder. Ja, das ist sowieso. Mit Kindern lernst du die Ohren. Nee, geil. Ist das geil? Ist das geil? Guck mal. Ja, das ist geil. Sieg! Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, probier's mal. Sei mal tollkühn, probier's doch mal. Ja, und was ist? Zack, bumm, knack. Geile Mann. Dreht aber nur durch. Kommt ja nicht raus. Yay, das ist für ein Arsch oder was? Dreht frei. Hm, doch nicht so geil. Erste Vorfolge. So, komm, tu mir hier mal einen Dreh raus. Na, der kommt. Ja, der kommt. Oh, die wichtige Seite kommt. Ja, das ist auch blöd. Hallo. Gleich. Hallo. Lager, ey, was die uns so abfacken. Aber wie gesagt, der dreht ja hier bei. Ja, passt ja schon gar nicht mehr richtig. Das ist schon so weggefressen hier. Also nicht das Gewinde hier von dem Ding, sondern den Rost. Hat den Rahmen schon so angegammelt. Zeig euch ganz mal. Ganz kurz. Hier. Seht ihr das? Was das für eine Lage ist hier? Ja? Also toll ist der Rahmen nicht mehr.
Toll ist er nicht mehr. Richtig kämpfen, du. Wie das hier rauskommt, du. Geldlose Bezahlung, 194 Euro. Meine Fresse. Oh, es staubt ja. Jetzt wird der so kaputt hier. Gebrochen? Will keiner sehen. Lappen. Dreckslappen. Dreckslappen hier. Ja, so was in der Art, ne? Also gut ist ja nicht mehr, ist eingesägt. Ja. Warum? Von irgendwas, durch irgendwas. Dadurch. Das sieht aus wie ein Schnitt. Ja, ja. Aber hier nicht. Ja, auf alle Fälle ist der hin. Ja. Schade. Gut, anderer Vorbau. Am wenigsten ist er raus. Wie sieht es mit dem Sattel aus? Ja, ist ja schon schief. Weil du den Sattel gelöst hast, oder? Ja, das ist locker. Okay. Na gut, besser ist es. Thank you.
Ich muss dann auch raus und dann ist gut. Meine Fresse, hat jetzt festgesteckt, der Hase. Ist die Gabel noch raus? Die läuft ja auch wie ein Sägewerk hier. Die Gabel. Was sagtest du? Der ist locker, ja. Ja. Der bewegt sich. Naja, mein locker. Na nu? Na oben arbeiten ist echt immer krank. Ja. Machen das mal anders. Zwergeneinstellung. Hey. Na, wow. genau, immer verhindert. Ja, oh, ich krieg mal da so mit. Das ist ja nur zum Einstellen. Den großen Maulschlüssel da oben. Das ist ja ein großer Maulschlüssel. Das ist doch alles so quälerisch. Sachen kommen weg mit Stütze? Nee, nee, Stütze bleibt. 'Im Detail, aber hier ist die Schale gerissen. Bleibt man so an meinem Fingernagel dran hängen hier. Da. Siehst du das? Da sieht man es noch. Bei der Rost sieht man es tatsächlich besser. Ja. Na, dann treibt man die Schale aus, die untere. Dann kann man es ja nochmal zeigen. Der ist natürlich so überhaupt nicht mehr fahrbar. Auf keinen Fall mehr fahren. Wo hast du denn den Austreiber? Und tschüss. Somit ist der Rahmen vorbereitet. Jetzt fängt man bei 0 wieder an, eigentlich im Grunde genommen. Von der Gabel muss noch die. Wo ist denn die Gabel? Hier? Habe ich nicht in der Hand gehabt. Da muss noch der Nagelsitz. Da mit Konus. Der muss auf den Tisch liegen. Nee, hier liegt er. Achso, hat sich schon erledigt. Der saß wohl nicht so fest.
Der ist dann wohl auch Müll. Jetzt wird das Ganze erstmal geputzt, denn sauber gewaschen, entfettet und so weiter, kommt in die Geschirrspüler quasi. Und dann ist, muss man sagen, wir ja nicht mal so schwer für so einen ganzen Stahlraum. Nein. Ja, 4 hat er immer noch. Also 3,55. 3,5. Da fängt mit 4 ja nicht so schlecht. Jo, haben wir Leute. Das war's. Lebt das nicht. Lebt das hier nicht zu sehen. Weiterhin, bitte weiterhin. Das lebt hier wirklich nicht zu sehen. Was denn ist hier? Das ist meine. Warte. Heute Morgen ein bisschen fresher, als ich losgefahren bin. Ich dachte, ich zieht mir lieber ein dünnes Hemd über. Ist der Marathon, wa? Ja, guck mal, der ist nicht alt, überhaupt nicht. Der war neu. Marathon, recht fertig aus. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Nee. Never ever. Ja, den mach ich, aber. Bräuchten sie nicht. Also, ich soll nochmal anrufen. Oh, ist das furchtbar, die Telefoniererei, die ich mir auf den Sack. Die geht mir auf die Nerven. So. Also, Marathon Plus will sie hinten drauf haben. Jetzt hat sie nur Marathon. Die alte, die alte Decke ist keine alte Decke. Die ist eigentlich eine recht neue Decke. Deswegen sehe ich das eigentlich nicht, dass man da einen Marathon Plus drauf machen soll. Jetzt weiß ich nicht, rufe ich sie an, aber sie will ihn haben. Muss mal fragen. Achim, hast du sie überredet dazu? Mal gucken. Hast du sie überredet zum Marathon Plus oder hat sie ihn gesagt? Sie wollten ihn haben. Okay. Na, wen kriegt sie? Was zu willen sollen sie kriegen? Sonst lasse die hier. Also. Jetzt erstmal Feierabend hier. Jetzt gucken wir noch mal rum, ob da noch was steht. Ich nehme die Tür an. Ja, ich nehme die Tür an. Schnauze voll. Ab noch heute. Ja. Moin! Kann ich nachvollziehen. Nee, ciao, ciao, danke. Hallo. Du altes Monsi. Ist der wieder da? So. Na gut. Paprika, oder oh, eine? Nee. Ah, hier ist der Salat. Guck da. Hat Lumen gemacht. Ja, ja. Und ich sag brav, gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Sagt der Tommy.